Peace, Friends. Heute gibt es die besten Kurzarmhemden. Es ist ja immer noch sehr warm. Plus im Herbst kann man ja auch sehr gut Kurzarmhemden mit einem Tanktop einfach offen rocken. Deswegen hier heute die besten Kurzarmhemden für jedes Budget. Wir fangen von günstig an und gehen bis zu den High-End-Pricing hoch. Wir fangen an mit dem offensichtlichsten und zwar Vintage Shelton. Hier habe ich einfach ein wirklich original Hawaii-Hemd. Und Leute, wie gesagt, Vintage Shelton natürlich sehr, sehr geil, weil die haben einen sehr coolen Schnitt. Sehr geilen Stoff, wurden meistens immer aus entweder 100% Baumwolle oder 100% Leinen gemacht und deswegen halten die einfach heutzutage auch noch und sehen immer noch fresh aus. Dazu designtechnisch natürlich auch viele Hemden, die heutzutage gemacht werden, angelehnt an diesen Vintage-Hemden-Look. Deswegen könnt ihr hier natürlich sehr, sehr günstig geile Hemden shoppen, die einfach diesen originellen Vintage-Hemden-Look haben, wie das früher so war hier. Einzige Problem natürlich ist, dass ihr jetzt zum Beispiel das Hemd nicht einfach so nachkaufen könnt, weil ihr natürlich da ein bisschen suchen müsst. Was auf der anderen Seite natürlich aber auch wieder ein Pluspunkt sein kann, weil ihr natürlich, wenn ihr so ein Hemd findet wie das hier zum Beispiel, die Chance, dass das jemand anders noch kaufen kann, die ist sehr gering. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall ein sehr, sehr uniques Hemd einfach und könnt happy sein, dass ihr das gefunden habt. Dann mache ich weiter mit einer Brand, die auch sehr coole Hemden macht zu einem günstigen Preis, weil die produzieren in China, benutzen aber trotzdem sehr, sehr geile Stoffe. Das heißt, ihr könnt ja von der China-Produktion in dem Sinne profitieren, dass ihr günstige Hemden bekommt, einen coolen Stoff haben, gut verarbeitet sind, gut Qualität haben und einen coolen Schnitt. Und zwar von Flag & Tilt. Vor allem das Hemd jetzt hier mit einer Shorts, einfach noch ein Unterhemd, Perlenkette und sowas. Sehr, sehr cooles Hemd, sehr sommerlich. Und zwar haben die ja einen Leinen-Cotton-Mix, deswegen sehr, sehr geiler Stoff, sehr luftig, perfekt für richtig heiße Tage, kann ich euch nur empfehlen. Und dann machen wir weiter mit einem Hemd von The Once Clothing. Die haben sehr, sehr coole Oversize kurz am Hemd rausgebracht. Und hier haben wir einen etwas anderen Stoff, und zwar ist das eine Art Trikotstoff, dieser aktive Breathable Stoff. Für den Sommer natürlich perfekt geeignet, sehr cooler Schnitt, sehr coole Motive, sehr coole Schnitte. Deswegen hier Empfehlung, checkt das auf jeden Fall mal ab. Sehr cooles Hemd. Man muss hier allerdings sagen, dadurch, dass wir jetzt keinen Baumwollstoff haben, sondern diesen Trikotstoff, sind die Farben alle mehr glowy. Das heißt, hier könnt ihr natürlich jetzt nicht so Quarztöne etc. erwarten. Das heißt, es ist eher sowas für die helleren Sachen, wie hier Weiß, Grau und sowas, das so ein bisschen so dieser glowige Stoff hat. Und natürlich sehr, sehr sommerlich. Ist jetzt nichts, was ihr wahrscheinlich so ein bisschen so business-technisch irgendwie noch einsetzen könnt, sondern wirklich klärt auf dieser Street-Style-Richtung. Okay, Friends, Kamera gerade wieder überhitzt, aber wir machen weiter. Also, The Ones, wirklich sehr geile Helden. Wie gesagt, Trikotstoff, das heißt auf jeden Fall was anderes. Sehr geil natürlich für heiße Tage. Sehr, sehr Glory Prints durch den Stoff, also sehr leuchtende Farben. Hier könnt ihr jetzt nicht erwarten, dass ihr ein richtig tiefes Schwarz so kriegt. Aber wie gesagt, für sommerliche Outfits, sehr, sehr geil. Sehr coole Helden. Dann eine weitere Marke, die auch sehr, sehr coole Kurzarmhemden macht, ist Preach. Hier haben wir einen Helm, was so komplett diese Nylon umsetzt. Es ist zwar Polyester, aber es fühlt sich an wie Nylon. Es sieht aus wie Nylon. Richtig, richtig geil umgesetzt. Plus, die Hemden bekommt ihr aktuell auch sehr, sehr günstig bei Lux und Co. überall im Sale. Deswegen unbedingt mal abchecken. Sehr, sehr geiler Look. Einfach komplett schwarzes Hemd in dieser Nylon. Ob plus hier nach vorne noch ein Peach Print, den ihr wahrscheinlich auch easy, wenn ihr das nicht auf links wäscht, ein paar Mal in der Waschmaschine, kriegt ihr den wahrscheinlich. Ja, zumindest habe ich das so bei meiner Shorts hinbekommen. Deswegen hier auf jeden Fall dicke, dicke Empfehlung. Richtig geiles Hemd. Print hier vorne. Sagt mir persönlich jetzt nicht so mega zu. Aber den könnt ihr, wie gesagt, rauswaschen. Und dann habt ihr einfach ein komplettes Basic schwarzes Nylon Look Hemd, wirklich komplett nice für den Sommer einfach. Und was auch richtig perfekt nice für den Sommer ist, ist Root Atelier. Und hier komplett uneingeschränkte Empfehlung, die machen Barber-Hemden, die mir so ein bisschen in diese Jamü-Optik gehen. Von daher wirklich sehr, sehr wild. Wir haben hier sehr viele geile Details, wie so ein Metall-Tech einfach an der Tasche. Plus dann natürlich hier diese, ja schon, man muss sagen, sehr, sehr, sehr Jamü-Optik, sehr geiles Hemd, sehr geiler Fit. Wir haben hier übrigens 100% Baumwolle und es sich einfach an wie Nylon, Junge. Das ist crazy. Ich weiß nicht, was die damit machen, ob die uns verarschen oder wie die das hinkriegen, aber wirklich vom Stoff 100% Baumwolle soll es sein, fühlt sich aber an wie ein Nylonhemd. Deswegen sieht auch so aus wie ein Nylonhemd. Viel geiler Look im Vergleich natürlich mit dem Trikotstoff von The Ones, sieht man das hier auch, die Kontraste sehr, sehr geil rauskommen. Das heißt, hier kriegt ihr richtig dunkle Hemden für ein richtiges so All-Black-Out, wie auch immer, kriegt ihr das richtig geil hin. Und richtig geiler Stoff, ist natürlich auch etwas teurer hier. Ich glaube 110, 120, 130 Euro liegen die Hemden aktuell. Ich habe das hier schon aus einer älteren Saison, ich weiß nicht, wie die aktuellen Preise sind, aber definitiv dicke, dicke Empfehlung. Richtig geiles Hemd, richtig geiler Schnitt, richtig geiler Artwork einfach hier drauf. Deswegen Root Atelier unbedingt mal auschecken. Und welchen Brand auch sehr geile Kurzarmhemden macht, ist Vichu. Grüße gehen raus an Nett hier an der Stelle. Und was soll ich euch sagen, Freunde? Hier auch wirklich einfach wieder 10 von 10. Das Plaid made in Germany, deswegen die Preise hier natürlich auch etwas höher. Aber Freunde, hier haben wir wirklich ein crazy, crazy Hemd. Erstmal, wir haben 100% Leinenstoff, was natürlich richtig crazy ist. Perfekt
für richtig heiße Tage. Dazu haben wir hier noch so ein Double Layer quasi eingenäht. Vorne dann noch ein Bischuf, hier vorne Ton in Ton drauf. Also wirklich auch darauf geachtet, sehr minimalist zu arbeiten, sehr cool in Design in die Welt reinzubringen, dass es wirklich ein sehr geiles Hemd ist. Aber jetzt nicht plakativ irgendwie mit irgendwelchen Printings, Sticks oder sonst irgendwas, sondern wirklich sehr, sehr dezent, dass man es immer quasi anziehen kann, sei es jetzt freizeittechnisch, businesstechnisch, wie auch immer. Sehr geiles Hemd einfach, sehr geiler Stoff, geile Verarbeitung. Also hier auf jeden Fall auch uneingeschränkte Empfehlung. Was Wisho macht an Hemden, extrem, extrem geil, unbedingt auschecken. Und dann natürlich Hemden, die ich auf meiner Shoppinglist habe, weil sie einfach crazy sind. Und da bin ich der Meinung, Prada und Jacquemus aktuell extrem krass. In den letzten Jahren immer wieder richtig geile Sachen rausgebracht. Stoff ist crazy, Looks sind crazy, Hütte sind crazy und Preis ist leider auch crazy. Deswegen habe ich mir bisher noch gezogen, aber ich hatte schon oftmals welche in Hand, habe die angezogen und so. Und wirklich, ich muss sagen, Leute, 10 von 10. Wenn ihr das Geld habt, kauft euch irgendwie ein Jacquemus Hemd, kauft euch ein Prada kurz am Hemd. Ich persönlich finde die Jacquemus Hemden sogar noch einen Ticken geiler, weil die nutzen oft so Leinen, sind nicht so krass plakativ wie diese Prada kurz am Hemden. Aber diese Prada kurz am Hemden, die stecken natürlich noch mal krasser raus. Das heißt, falls ihr wirklich so ein bisschen plakativer sein wollt, wirklich so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt plakativ, dass da der Prada draufsteht, weil das ist bei den meisten gar nicht, sondern einfach, ihr seht es ja, eingeblendet, viel lauter, viel krasser. Und diese Jacquemus Hemden, die kann man eigentlich einfach viel leichter in irgendeinem Sommeroutfit integrieren, wo jetzt nicht so mega krasses, lautes Outfit bei rauskommt. Deswegen hier meine zwei Luxus-Favorites, Jacquemus und Prada, meine Favorites. Und falls ihr noch mehr Favorites von mir sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal eins von diesen beiden Videos hier und lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt, würde mich mega supporten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace!